euch, wie ihr dieses tolle Instrument basteln könnt. Das ist nämlich ein Kazoo. In das Kazoo kann man rein singen oder komische Geräusche machen oder vielleicht eine Sirene machen. Und vor allen Dingen das Beste ist, es ist total einfach zu basteln. Ihr braucht nämlich dazu eine Klorolle, ein paar bunte Stifte zum Anmalen. Ich habe mein Kazoo heute mal mit schöner Geschenkfolie umklebt, weil ich finde, das sieht auch ganz toll aus. Und dann braucht ihr eventuell, aber es ist nicht unbedingt nötig, etwas Tesafilm und eine Schere und ein oder zwei Gummibänder und noch etwas Butterbrotpapier oder etwas Bastelpapier, was so ein bisschen durchsichtig ist. Ich finde, das sieht ein bisschen schöner aus, deswegen habe ich das für mein eigenes Kazoo auch genommen. Das ist nämlich ganz einfach. Als erstes könnt ihr euer Kazoo, wie damals bei der Rassel, erstmal anmalen, so wie ihr das möchtet. Vielleicht, ja, so wie euch das gerade einfällt. Oder ihr beklebt es mit Stickern oder mit schönem Geschenkpapier. Und dann nehmt ihr euch die Schere. Ausnahmsweise dürft ihr die mal aufmachen und so festhalten, aber es ist nur ein ganz bisschen scharf, da passiert nichts. Und dann bohrt ihr nämlich ein kleines Loch in die Rolle. Das geht ganz schnell, vielleicht erst einmal so. Dann macht ihr die Schere zu und helft noch mal ein bisschen nach. So, das reicht schon. Dann nehmt ihr euch euer Butterbrotpapier, das könnt ihr ein bisschen zuschneiden. Ich habe das hier schon mal gefaltet, aber ihr braucht gar nicht mal viel. Dann schneidet ihr das ein bisschen durch. So. Und noch ein Stückchen ab, ungefähr so groß wie eure Hand ist. Das reicht völlig. Und das nehmen wir mal beiseite. Dann nehmt ihr das Butterbrotpapier, legt es über das eine Ende rüber, zieht das so ein bisschen stramm und jetzt braucht ihr das Gummiband. Ein Gummiband, da kommt schon einmal drüber. Vielleicht, damit es gut hält, können wir noch mal ein zweites nehmen, das nehme ich mal doppelt. Wenn ihr möchtet, zieht das hier mal so ein bisschen stramm. So. Ich helfe mal von innen so ein bisschen nach. Das hat sich hier eingedrückt. Das macht aber nichts. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Butterbrotpapier noch mit ein bisschen Tesafilm festkleben. Das muss aber nicht. Und wisst ihr was? So, jetzt muss unser Loch frei sein. Jetzt ist das Kazoo eigentlich schon fertig. Mal sehen, ob es funktioniert. Boah, das klingt ja toll. Ich singe euch unser tolles Lied nochmal vor. Caroline, magst du mitsingen? Oh je. Wir machen das mal zusammen. Ja. Und ich will heute singen, singen, singen. Ich will heute singen. Oh, ich habe noch ganz vergessen, es ist übrigens ganz wichtig, dass ihr nicht in das Kazoo reinpustet, so. Da passiert nämlich gar nichts. Man singt rein. Ich sing einen Kazoo-Ton.